schon sehr, sehr oft angefragt, dass ich mal ein Tauschpäckchen mache. Und ratet mal, was ich gemacht habe. Ja, ich habe ein Tauschpäckchen gemacht mit der lieben Michelle vom Kanal The Beauty Shell. Ihr Kanal ist verlinkt in der Infobox und natürlich auch ihr Video zu dem Tauschpäckchen, was ich ihr geschickt habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem schönen Paket hier. Es fühlt sich sehr schwer an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn man sich gegenseitig verschenkt, hat man immer das Gefühl, dass das von der anderen Person besser ist. Und ja, ich habe jetzt Angst, dass sie mir total die coolen Sachen geschickt hat. Und dann ist im Gegensatz dazu mein Tauschpäckchen voll doof, aber... ja. So sieht das jetzt aus. Oh mein Gott, das ist so süß. Ich sehe schon etwas. Fangen wir erstmal an mit dem Zettel, der oben drauf liegt. Hey Ilona, ich hoffe, dir gefallen alle Sachen, die ich dir ausgesucht habe. Hab mir echt Mühe gegeben. Okay, es sind mehr als 30 Euro geworden, aber ich musste dir das Plüschtier einfach kaufen. Gib ihm einen sassy Namen. PS, sorry, dass die Karte so hässlich ist. Alles Liebe, Michelle. Oh, die ist noch nicht hässlich. Das ist voll süß. Wir fangen einfach mal direkt damit an. Großen Augen, das habe ich euch ja auf Instagram gepostet. Und das ist pink und das passt perfekt in mein Zimmer. Was für ein Tier ist das denn jetzt? Was ist das? Ist das ein Eichhörnchen? Nee. Das ist ein fettes Eichhörnchen. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt keinen Namen dafür, keinen sassy Namen. Aber ihr könnt euch jetzt einen ausdenken und den besten Namen werde ich dann geben und dann werde ich den auch im nächsten Video mal verkünden. Und das wird dann unser Maskottchen. Das werde ich dann immer so in den Hintergrund stellen. Und dann ist das so unser Maskottchen, was uns anjubelt. Na, seht ihr es? Machen wir einfach mal weiter. Zum Fettwerden. Hm? Ich faste ja momentan, deswegen kann ich davon nichts direkt probieren. Oh mein Gott. Das ist von Cadbury, die Dairy Milk. Milk Chocolate, oh mein Gott. Das ist so eine Cadbury. Die Marke kenne ich aus England. Gibt es ja auch in Österreich. Das ist Milchschokolade und innen sind dann... weiße Schokoladenluft. Luftschokolade. Oh mein Gott, ist das toll. Das ist, also weiße Schokolade ist so mein Lieblings und ich liebe auch Luftschokolade. Und ich finde es auch voll süß eingepackt mit diesem süßen Geschenkpapier. Okay. Höchstens bei 60 Grad waschen. Ist das eine Klamotte? Ein Jutebeutel. Oh mein Gott, ist das süß. Unitato. Unicorn Half Potato. Oh mein Gott. Und besonders, das ist voll die schöne, große Größe. Und da passt voll viel rein. Und ja, da freue ich mich auch voll drüber. Das ist echt voll süß. Und mir ist aufgefallen, dein Tauschpäckchen ist jetzt viel Lifestyle-mäßiger. Und es sind so viele Sachen noch. Und oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil deins ist so klein. Und oh, ich hoffe jetzt, du bist nicht enttäuscht von meinem. Aber packen wir weiter aus. Hier steht jetzt drauf, zum Sauberbleiben. Oh, voll süß von I Love. Die Marke gibt es, glaube ich, bei Douglas. Ein Raspberry and Blackberry, einmal eine Bodylotion und eine Shower Cream. Oh, ich habe das beides auch schon in groß. Das hat mir eine Freundin zu Weihnachten geschenkt. Und ja, ich packe das jetzt noch nicht aus, aber das ist richtig cool. Ich glaube, ich nehme dann diese Größen mit nach England, weil das sind so gute Größen, die kann man dann da direkt aufbrauchen. Und die riechen auch voll gut. Dankeschön, da freue ich mich auch voll drüber. Für rissige Füße? Für rissige Hände? Ich gehe mal von Händen aus. Ich weiß nicht, wieso ich direkt an Füße denke. Oh, auch von I Love. Eine Super Soft Hand Lotion in Blueberry and Smoothie. Oh, ist die lecker. Die riecht echt voll gut und durch den Transport ist die jetzt so richtig kalt. Als nächstes ist ein... es ist etwas zu trinken. Durstig. Failherz. Fiji Asian Water. Ich wollte das schon so lange. Ich glaube, das ist so richtig überteuertes Instagram-Wasser, oder? Also das haben immer alle Instagramer und... oh, ist das toll. Okay. Ich glaube, wir probieren das jetzt einfach mal direkt zusammen. Ich habe noch nie Fiji Water gehabt, ehrlich gesagt. Also es schmeckt gut. Schmeckt auch lecker. Also ich schmecke ja Unterschiede zwischen Wasser. Es gibt ja zum Beispiel leckeres Wasser und ekliges Wasser. Und das schmeckt jetzt ehrlich gesagt ganz gut. Ich sehe da jetzt nicht so was Besonderes, aber es ist wunderschön. Also... ja. Dankeschön. Und das sieht voll schön aus. Guck mal, das sieht dann so aus, als wäre das so vor so einem, ja. Eigentlich ist das ja hier vorne was und hinten was und dann. So, dann. Du hörst sicher schon, was es ist. Das sind Wonka-Nerds, oder? Oh, ich hatte schon mal Wonka-Nerds. Die hat meine Schwester mal aus England mitgebracht. Und die sind so lecker. Oh, cool. Das ist einmal die Seite Weintraube und Erdbeer. Oh mein Gott.
Oh, ich freue mich schon, wenn ich die endlich probieren kann. Dann ist hier etwas für dich und Laura. Schauen wir mal. Oh mein Gott, hast du... Das sind diese Jelly Beans mit diesen ekligen Geschmäckern, oder? Hundefutter, schimmeliger Käse, Kokosnuss, Nasenpopel, saftige Birne. Ach, und da sind mal jeweils zwei und einer davon schmeckt gut und einer nicht. Okay? Ich habe die Challenge auch schon bei Her Tutorial gesehen und ich finde die auch ehrlich gesagt ganz cool. Ja, also falls ihr das möchtet, gebt dem Video einen Daumen hoch oder schreibt das mal in die Kommentare. Okay, dann ist hier von Kneipp eine Cremedusche. Ja, ihr habt es richtig gehört, ich habe mich gerade an meinem eigenen Lachen verschluckt. Ich habe das irgendwie heute schon den ganzen Tag, auch gestern. Ich fange an zu lachen und dann habe ich richtig den Hustenanfall, weil... Das ist voll süß, das soll so ein Männchen sein. Meine Lieblinge. So sassy. Oh mein Gott, das sind Yankee Candles. Ich hatte schon mal zwei, die hat mir Emma geschenkt. Und jetzt habe ich noch zwei. Das ist hier einmal die Yankee Candle Kerze Clean Cotton. Riecht wirklich nach frisch gewaschener Wäsche. Riecht voll gut. Und Pineapple Cilantro. Da rieche ich jetzt irgendwie nicht so viel durch. Aber was ich an Yankee Candles liebe, im Gegensatz zu anderen Kerzen, riecht man bei Yankee Candles wirklich, dass man Kerzen anhat. Und ich finde, bei anderen Kerzen, da ist es so, als hätte man einfach nur weniger Luft im Raum. Und Yankee Candles, oh, ich freue mich da jetzt voll drüber. Dankeschön, ich bin jetzt voll glücklich und happy. Hier sind auch diese ganzen kleinen Mozart-Kugeln drin. Ich glaube, das sind diese Marzipan-Kugeln, oder? Die werde ich dann meiner Mutter geben. Ich glaube, ich mag die nicht. Das sind doch, ja, das sind Marzipan-Kugeln, oder? Und da waren ein paar mehr drin, aber ein paar haben sich jetzt auf meinem Boden gesellig. So, das ist jetzt der Inhalt des Tauschpäckchens. Ich zeige euch nochmal alles im Überblick. Und zwar ist hier zuerst dieser richtig süße Jutebeutel. Unitato. Half Unicorn, half Potato. Ah, das ist so niedlich. Ich liebe ja diese Tiere und das ist so süß, oh mein Gott. Und dann das Fiji Water, was ich auch richtig cool finde. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Dann die beiden Yankee Candles. Da ist auch noch ein Glas bei. Die I Love Blueberry and Smoothie Hand Lotion. Einmal diese richtig tolle Schokolade. Dann die Bean Buzzled Jelly Beans. Wie gesagt, falls ihr das Video haben wollt, schreibt mir das. Und dann noch von I Love dieses Mini-Set mit der Body Lotion und dem Duschgel. Und das ist dann das Tauschpäckchen. Ich danke dir nochmal ganz, ganz doll. Das ist so toll. Und ja, ich freue mich auch, dass wir das so schnell hinbekommen haben. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Tauschpäckchen in die Kommentarbox und ob ihr gerne weitere Tauschpäckchen in der nächsten Zeit haben wollt. Ich habe auch schon einige geplant. Also hoffe ich, dass das jetzt gut bei euch angekommen ist. Schaut dann nochmal bei ihrem Kanal vorbei, bei Michelle. Und da seht ihr dann auch nochmal das Päckchen, welches ich ihr geschickt habe. Das ist jetzt sehr, sehr uncool und unkreativ im Gegensatz zu dem, was sie mir geschickt hat. Aber ja, ich hoffe, ihr gefällt es trotzdem. Ich danke euch dann nochmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Tschüss. No time to waste, so live now, now. No matter which place, so live now, now. Everything can be.